11.12.2022 mit Zeit. Okay. Guten Morgen. Die Wolfgang came back from Holland. Ist Wolfgang zurück aus Holland? Ja, der ist wieder da. Moment. Anton ist auch da. Auch Anton wieder da? Muss gerade noch das andere Mikro einstellen. Anton ist nicht in Deutschland. Ist in Deutschland. Nein. Anton ist in Belgien jetzt bei seiner Familie endlich mal wieder angekommen und ja, also ich bin wieder bei Paderborn und Anton im Moment in Belgien und er versucht auch noch dort einen Vortrag aufzubauen, den er von mir bekommen hat und das haben wir zusammen durchgesprochen. Vielleicht fahre ich auch selber noch mal hin. Also alles ist jetzt im Moment offen. Ich bin auf jeden Fall wieder zu Hause. Wie war die Erfahrung mit Holland? Ja, das war eine sehr interessante Erfahrung. Die sind zunächst erstmal freundlicher, die Menschen. Und aber sie sind auch sehr zurückhaltend trotzdem, wie in Deutschland auch. Augenmerk galt den jüngeren Menschen, wie hier auch. Ich hätte gerne mehr verteilt. Also insgesamt konnten wir nur 9 Bücher verteilen, aber immerhin. Ungefähr knapp 200 Broschüren, die niederländischen. Und wir waren in 5 Städten und zweimal Amersfoort, Utrecht, Nimwegen und ja, Arnhem. Also wir haben jetzt da eine Grundlage gelegt und jetzt hoffe ich, dass Resonanz kommt und dass vielleicht der ein oder andere sogar hier mit zukommt. Wir wollen gucken. Why Gatti don't show picture? Gerti, wo ist dein Bild? Muss ich noch einmal. Kann ich kurz Wolfgang noch was fragen? Ja, natürlich. Wolfgang, war die Erfahrung, weil auf den Bildern habe ich immer gesehen, das war so leer, da waren gar nicht so viele Menschen. Ist das generell so gewesen, dass da nicht so viel in der Städte los war? Also es war bitterkalt und nass. Und da hatten wir natürlich selber mit zu kämpfen. Und es waren doch relativ verhältnismäßig viele Menschen da. Nur das wäre immer das gleiche Motiv gewesen. Und wir hatten so viele schöne Häuser. Und dann, damit wir dann wenigstens einmal einen Gruß an die Runde schicken, haben wir uns immer ein schönes Hintergrundbild ausgesucht. Ansonsten waren auch hier die Erfahrung, je weniger, umso besser die Gespräche. Also wenn das mehr wurde, bei den Menschen, die gingen dir so aneinander vorbei, du hattest keine Chance. Also das ist die gleiche Erfahrung wie hier auch. Weniger ist wirklich mehr. Habe ich so oft festgestellt jetzt. Okay. Okay, then today we begin again our offer. Heute machen wir weiter mit der Offenbarung. Ist okay? Ja? Wir waren bei So we begin one sentence from John, Johanna. Heute fangen wir mit einem Satz aus dem Johannesevangelium an. Jesus saying to Jewish people, Jesus sagte zu den Juden, who come from God, derjenige, der von Gott kommt, he love to hear about God. der liebt es auch, über Gott zu hören. And you are not from God. Aber ihr seid nicht von Gott. He's saying to Jewish people. Das sagt Jesus zu den Juden. That's why you don't like to hear about God. Und deshalb wollt ihr auch nichts über Gott hören. It means Das bedeutet, center point is God, not any Messiah, not any prophet. dass der zentrale Punkt Gott ist, nicht der Messias, nicht irgendein Prophet, nicht der Mensch. And this sickness, Und diese Krankheit, we see is the highlight in our 21st century. das sehen wir, ist der Höhepunkt in unserem 21. Jahrhundert. If we travel Buddhist world, Wenn wir in der buddhistischen Welt reisen,
We hear only Buddha, Buddha, Buddha. Dann hören wir nur Buddha, Buddha, Buddha. If we travel China, wenn wir in China reisen, we are hearing about Confucius. Dann hören wir nur Konfuzius. If we travel about Hindu world, wenn wir in der Hindu-Welt reisen, then we hear Krishna and Ram. Dann hören wir Krishna und Rama. If we come to the Christian world, wenn wir in die christliche Welt kommen, we hear Jesus, Jesus, Jesus. Dann hören wir Jesus, Jesus, Jesus. If we go Islamic world, wenn wir in die islamische Welt gehen, we hearing only Muhammad, Muhammad, Muhammad. Dann hören wir nur Muhammad, Muhammad, Muhammad. Question is if God is happy. Die Frage ist jetzt, ist Gott damit glücklich? Answer is not at all. Die Antwort ist nein, auf keinen Fall. That's why God says. Und deswegen hat Gott gesagt. 21st century religion are buried. Im 21. Jahrhundert werden die Religionen begraben. So it means. Und das bedeutet. The heater is turned off. Dass die Heizung ausgedreht wurde. It's question of time now. Die Frage ist, es ist nur noch eine Frage der Zeit. This religion now by time will be buried. Und die Religionen werden jetzt mit der Zeit begraben werden. And 100 years later. Und 100 Jahre später. There will be new voice. Wird es eine neue Stimme geben? The voice of God. Und zwar die Stimme Gottes. I can prove you by their religion. Ich kann das durch deren Religion beweisen. Old Testament say, das Alte Testament sagt, when new world will begin of God, wenn die neue Welt Gottes beginnen wird, all mankind will become together for one center point, and this will be God. Dann wird die ganze Menschheit zusammenkommen, und zwar für ein Zentrum, und das wird Gott sein. So whoever will pray. Das heißt, wer auch immer beten wird, whoever will speak something special, wer auch immer etwas Besonderes reden wird, God will be center point. Gott wird immer das Zentrum dafür sein. Bible. Die Bibel. I witness what I saw. Sagt Jesus. Da sagt Jesus in der Bibel, ich bezeuge den, den ich gesehen habe. Und ich bezeuge das, was ich gesehen habe. But the truth painful is, aber die schmerzvolle Wahrheit ist, if we open the Bible, wenn wir die Bibel öffnen, we don't find any information about Jesus. Dann finden wir keine Informationen über Jesus. We find information about Jesus. Wir finden Informationen über Gott, oder? Jesus only. We don't find information about God. Yes, only. Wir finden keine Informationen über Gott. Wir finden nur Informationen über Jesus. Oder Paul. Oder über Paulus. The sometime that even paradise can become hell. Manchmal kann selbst das Paradies zur Hölle werden. Now he is in paradise. Jetzt ist er im Paradies. But listen what Jesus said. Aber hört zu, was Jesus sagt. He repent himself. Er bereut. He says, if I will take this journey, the will of God, like a Saulus. Er sagt, wenn ich diese Reise so angenommen hätte oder angetreten wäre, wie Paulus es ist, then mankind today will say, oh God, oh God, oh God. Dann würde die Menschheit heute sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott. It means, das bedeutet, they would be living relationship. Sie hätten eine lebendige Beziehung. However, jedoch, Paul was focused on Jesus. Paulus war auf Jesus fokussiert. He had no relationship with God. Er hat keine Beziehung mit Gott gehabt. So today, Christianity say, oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus. Und deswegen sagt das Christentum heute, oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus.
If angels are happy with Jesus, sind die Engel glücklich mit Jesus? Answer is not at all. Die Antwort darauf ist nein, auf keinen Fall. Because denn they sent Jesus down. Sie haben Jesus hinuntergeschickt. And saying you have to solve this problem. Und sagten zu ihm, du musst dieses Problem lösen. You confuse the identity of God. Du hast die Identität Gottes verwirrt. He was the most son. Jesus war der Sohn. He knew more information. Der am meisten Informationen wusste. Son means spiritual son, not a physical. Wenn wir hier Sohn sagen, dann bedeutet das, dass er der geistige Sohn Gottes war, nicht der physische. Because we know now 2000 years later. Denn jetzt 2000 Jahre später wissen wir. By God. Durch Gott. His father was Zachariah. Dass sein Vater Zacharias war. So whole history is confused. Das heißt, die ganze Geschichte ist verwirrt. And if I would not come. Und wäre ich nicht gekommen. This religion would be continue on wrong direction. Wäre es weiter mit dieser Religion in die falsche Richtung gegangen. I'm very happy. Und ich bin sehr glücklich. I have all over world my members. Da ich auf der ganzen Welt meine Mitglieder habe. Jesus did not got this blessing. Jesus hatte nicht diesen Segen. Question is why? Aber die Frage ist, wieso? God don't bless wrong teaching. Es ist nämlich so, dass Gott nicht die falsche Lehre segnet. After Jesus, nach Jesus, he was suffering and living painful life isolation. Hat er gelitten und lebte in schmerzvoller Isolation. Jesus. His religion und seine Religion 296 years was paying the prices with blood. Musste 296 Jahre lang diese Preise mit Blut bezahlen. But if Jesus came to build the kingdom of God, or he came to build the religion. Kam Jesus jedoch, um das Königreich Gottes zu erbauen oder um Religion zu errichten? Clear answer. Die klare Antwort hier ist, 2000 years ago, dass vor 2000 Jahren Jesus could not make and fulfill the will of God, the kingdom of God. Jesus konnte den Willen Gottes nicht machen und nicht erfüllen. Even he said to God. Und er sagte selbst zu Gott. Look somebody else. Schau nach jemand anderem. It's very painful for God. Das ist sehr schmerzhaft für Gott. And he says. Und er sagte. When new Messiah will come. Wenn der neue Messias kommen wird. He will not speak in symbol languages. Dann wird er in keiner Symbolsprache mehr sprechen. Then question is why you are speaking symbol language. Aber dann ist die Frage, warum hast du in Symbolsprache gesprochen, Jesus? Why you make so much complication? Warum hast du so viele Komplikationen gebracht? For future humanity. Für die zukünftige Menschheit. God is not ready to forgive any prophet. Gott ist nicht bereit, irgendeinen Propheten zu vergeben. Who confused the identity of God. Der die Identität Gottes verwirrt hat. And I can give you more information. Und ich kann euch noch mehr Informationen geben. God don't want to see all those prophets. Gott möchte keinen dieser Propheten sehen. Who confused the identity of God. Die Identität Gottes verwirrt haben. God don't want to see them. Gott möchte sie nicht sehen. God's son and daughter. Blue being or golden being, they like to see prophet. Möchten Gottes Söhne und Töchter die goldenen und blauen Wesen, die Propheten sehen? Not at all. Nein, auf keinen Fall. By no means, until now they allowed them to come in their kingdom. Auf keinen Fall haben sie bis jetzt erlaubt, dass diese Propheten in ihr Königreich kommen. First time. Und zum ersten Mal. God's son and daughter. They want to come on earth. Möchten Gottes Söhne und Töchter auf die Erde kommen. And they are start coming now. Und sie fangen jetzt an zu kommen.
But since God's son and daughter is coming, aber seitdem Gottes Söhne und Töchter kommen, what you think angel can continue? Was glaubt ihr, können die Engel weitermachen? What you think? Was glaubt ihr? Until now, angel, bis jetzt die Engel, are the subject here. Sind das Subjekt, die Herren, Lords. Now is the timing of the world of God. Und jetzt ist aber die Zeit für die Welt Gottes. Now, blue being and golden being are coming. Jetzt kommen die blauen und goldenen Wesen. What you think, what they say to angels? Was glaubt ihr, sagen sie dann zu den Engeln? You have an idea? Habt ihr eine Idee? Ja, die sagen, macht mal Platz, jetzt kommen wir. Eure Herrschaft ist zu Ende. Richtig. They say, make space, now we come, now your reign is over. Very good. Sehr gut, Hartmut. We have very, very wisdomful. Wir haben sehr weisheitsvolle Menschen hier. And we have such a member. Wir haben solche Mitglieder. I'm so thankful with my heart. Ich bin so dankbar von meinem Herzen. That they are helping. Dass sie helfen. That our teaching go all over the world. Dass sie helfen, dass unsere Lehre sich überall auf der Welt verbreitet. So, bottom of my heart. Vom Grunde meines Herzens. I'm thankful for all of them. Bin ich dankbar für sie alle. But some are very special. Aber manche von ihnen sind sehr besonders. And if I was thinking maybe, I asked God if I share. God said no. One day in heaven, I will share about those special people. Und ich habe gefragt, ob ich über diese besonderen Leute etwas teilen soll, aber Gott sagte, nein, ich werde in den Himmeln über diese besonderen Leute teilen. Because there is eternity. Denn es gibt dort eine Ewigkeit. There is a real life. Dort fängt das wirkliche Leben an. So anyway, auf jeden Fall, our member who are supporting me are 1,000 million times better than Jesus' member. Unsere Mitglieder, die uns unterstützen, sind 1,000-mal besser als die Mitglieder von Jesus. And they are standing strong. Und sie stehen stark. And this member, und diese Mitglieder, God will bless their future children. Gott wird ihre zukünftigen Kinder segnen. God promised me. Gott hat mir versprochen. Through their lineage will become great prophet and Messiah. Durch ihre Linie werden große Propheten und Messias kommen. This will be greatest gift actually. Das wird das großartigste Geschenk sein. That they are spiritual world. Dass sie werden in der geistigen Welt sein. And they will come to know from our lineage Messiah. Und sie werden von unserer Linie herausfinden, dass der Messias kommt. That's an amazing blessing actually. Aber das ist ein großartiger Segen. Coming back this topic. Kommen wir zurück zum Thema. Every statement what Jesus gave 2000 years ago. Jede Aussage, die Jesus vor 2000 Jahren gab. This statement went against him in spiritual world. Diese Aussagen wurden gegen ihn verwendet im geistigen Leben. You will be surprised that how many court process went against Jesus. Ihr werdet überrascht sein, wie viele Gerichtsprozesse es gegen Jesus gab. And it's continued. Und die gehen immer noch weiter. They're not gonna stop this thing. Die hören dort nicht auf. They say, so long kingdom of God is not coming. Sie sagten zu ihm, solange das Königreich Gottes nicht da ist, they will not go this way, they will go this way. Werden sie nicht hochgehen, werden diese Leute immer weiter runtergehen. Now question is, die Frage ist, if Jesus in John is saying, who come from God, he hear about God. Jesus und Johannes sagten, wer von Gott kommt, hört auch über Gott. And he speak about God. Und er sprach über Gott. Now question is, Frage ist jetzt, why Jesus did not spoke hidden truth about God? Warum hat Jesus nicht über die versteckte Wahrheit Gottes gesprochen? Why he did not spoke?
Warum hat er nicht über die versteckte Wahrheit Gottes gesprochen? This sentence angel asked him spiritually. Diesen Satz haben die Engel ihn in der Jesus in der geistigen Welt gefragt. He is speechless. Und er war sprachlos. They asked him. Sie fragten ihn. He confused the ideal world of God. Du hast die ideale Welt Gottes verwirrt. Not revealing what God was asking you to reveal. Du hast nicht offenbart, wonach Gott dich gefragt hat, was du offenbaren sollst. I have recorded now 1.5 hour story about Jesus. Ich habe jetzt eine 1.5 Stunden lange Geschichte über Jesus aufgenommen als Hörbuch. You're gonna read I Lost in My Heart. Und diese Geschichte könnt ihr lesen in Ich verlor mein Herz in Gott. There are more facts coming. Es kommen noch mehr Fakten. That Jesus is responsible. That kingdom of God did not came 2000 years ago. Dass Jesus nämlich verantwortlich ist, dass das Königreich Gottes nicht gekommen ist. Simply. Und ganz einfach gesprochen. He chosen his own way. Er hat seine eigenen Wege ausgewählt. Very parallel and similar. Und ganz parallel und sehr ähnlich. Angel are not. In this case can bring the kingdom of God. Die Engel können in diesem Fall nicht das Königreich Gottes bringen. Because they have chosen their own way. Denn sie haben ihre eigenen Wege genommen. Whoever will choose his own way, he is not in this Lage to bring the word of God actually. He is not in this position to bring the word of God. Wer auch immer sich entscheidet, seine eigenen Wege zu gehen, ist nicht in der Lage, Gottes Welt zu bringen. Who sing? Aber wer sagt das? God sing. Gott sagt das. Not I. Nicht, das ist nicht meine Aussage. God told before Messiah. Gott hat vor den Messiasen gesagt. Similar the way God said. So sagt er es zu ihnen, so wie er es zu mir gesagt hat. Reveal about me. Offenbart über mich, sagte Gott. Kingdom of God will not come. Das Königreich Gottes wird nicht kommen. Because any other method to use, actually. Durch irgendeine andere Methode, die ihr benutzt. If kingdom of God could come. Wäre es möglich, das Königreich Gottes could come centered on Jesus. Wäre es möglich, dass das Königreich Gottes zentriert auf Jesus kommt. Then 2000 years ago, Christians are shouting, Jesus, Jesus, where is the kingdom of God? Seit 2000 Jahren schreien die Christen, Jesus, Jesus. Aber wo ist das Königreich Gottes? Wenn das doch möglich wäre. It means Jesus cannot bring the kingdom of God centered on him. Das bedeutet, Jesus kann nicht das Königreich Gottes zentriert auf ihn bringen. More unmorality in Christianity. Das Christentum ist teilweise noch unmoralisch. More criminal. Es gibt noch kriminellere Leute. More misusing of power. Noch mehr Leute, die ihre Macht missbrauchen. All is in Christianity. All diese Leute sind im Christen. So is telling, Jesus is not in this position. Das sagt uns, dass Jesus nicht in der Position ist. Also Buddha. Und auch nicht Buddha. Also Christian. Auch nicht Krishna. Also Muhammad. Auch nicht Muhammad. Whoever took even 5% position of God, they will go downfall in future. Wer auch immer nur 5% von Gottes Position nahm, der wird in der Geschichte fallen. We all have to die. Wir alle müssen sterben. You will be shocked when you go spiritual. Ihr werdet schockiert sein, wenn ihr in die Geist geht. Your eyes gonna be like this. Eure Augen werden sich so weit öffnen. And then you will say. Und dann werdet ihr sagen. Ah. There was a God heart who revealed all things. Ah, es gab ein Gottesherz, der alles offenbart hat. But there is late. Aber dann ist es zu spät. Arrow is gone. Der Pfeil wurde abgeschossen. Yes.
This is the only reason. Und das ist der einzige Grund. I don't like to meet this prophet. Ich möchte diesen Propheten nicht treffen. I don't like to meet Buddha and Jesus and Muhammad and all this prophet. Ich möchte Buddha, Jesus und Muhammad und all diese Propheten nicht treffen. Because they are people who block the kingdom of God. Denn das sind Menschen, die den Willen Gottes blockiert haben. Now first time. Und jetzt zum allerersten Mal. God want to come back to this earth. Möchte Gott zurück zu dieser Erde kommen. Only different is between you and I. Der einzige Unterschied zwischen euch und mir ist. I'm spiritual open. Ich bin geistig offen. I see with God. Ich sehe die Dinge mit Gottes Augen. You cannot see. Aber ihr könnt sie nicht mit Gottes Augen sehen. Otherwise, ansonsten, you would have a living relationship with God. Hättet ihr eine lebendige Beziehung mit Gott. But you don't have. Aber das habt ihr nicht. So in this, so in this case, in diesem Fall, I'm revealing more and more. Offenbare ich mehr und mehr. Before these books are coming now, bevor diese Bücher jetzt kamen, God was inviting me in heaven. Hat Gott mich in die Himmel eingeladen. And God was so happy. Und Gott war so glücklich. And God bless all these books which will be now revealed. Und Gott segnete all diese Bücher, die jetzt offenbart werden. You think God will bless these books? If this will be centered on me, actually. Glaubt ihr, Gott würde diese Bücher segnen, wenn diese Bücher zentriert auf mich wären? You open one book, you don't find anything about God. Ihr öffnet irgendeins meiner Bücher und ihr würdet rein gar nichts über Gott finden. Then this is, God cannot bless such a book. Dann kann Gott solch ein Buch nicht segnen. Even Heavenly Father said to me. Selbst der himmlische Vater sagte zu mir. 2060, there will be revolution of spirituality. 2060 wird es eine Revolution der Spiritualität geben. And all what you have revealed about me. Und alles, was du über mich offenbart hast. This will be a foundation that young generation will meet every night God. Das wird die Grundlage sein, damit die junge Generation jede Nacht Gott treffen kann. It mean, das bedeutet, when God will come to the nation, wenn Gott zur Nation kommen wird, every night there will be million and million prophet. Dann wird es jede Nacht Millionen und Abermillionen Propheten geben. In such a world, nothing can go wrong. In solch einer Welt kann nichts falsch gehen. Why? Aber warum? Because. Denn we will come to know the value of. Wir werden den Wert Gottes kennenlernen. That's why. Deshalb. All my lecture are begin and end with God. Beginn und enden all meine Vorträge mit Gott. Because. Denn es ist so. Even when I go spiritual life. Selbst wenn ich in das geistige Leben gehe. All eternal time period. Alle ewigen Zeitperioden. Is not enough to cover the nature of. Sind nicht genug, um die Natur Gottes abzudecken. So let's talk about our prayer today. Lasst uns also heute anfangen mit unserem Gebet der göttlichen Botschaft. Okay. Heute sind wir beim Satz: Nichts kann mich verändern, nichts kann mich zerstören, nichts kann mich beeinflussen. We see very often in our life. Sehr oft sehen wir in unserem Leben. We are very changeable people. Dass wir Menschen sind, die sich sehr schnell ändern. If I'm right or wrong. Liege ich damit richtig oder liege ich falsch? Every day we change, every month we change our opinion. Jeden Tag, jeden Monat ändern wir unsere Meinungen. One day we are happy. Einen Tag sind wir glücklich. Second day we are unhappy. Den anderen Tag sind wir unglücklich. Even love don't want to settle down with us. Selbst die Liebe möchte sich nicht mit uns niederlassen. So God saying, und Gott sagt, I am not a human being. Ich bin kein Mensch. I'm not an angel. Ich bin kein Engel.
I'm not all this creation. Ich bin nicht irgendeins dieser Schöpfungen. I don't change. Ich ändere mich nicht. When I promise, wenn ich etwas verspreche, this promise go beyond the death. Dann geht dieses Versprechen über den Tod hinaus. Beyond the eternal life. Über das ewige Leben. So if you are a people, wenn ihr also Menschen seid, God calling fallen people, Gott nennt diese Menschen gefallene Menschen, who changing all the time, die sich die ganze Zeit ändern. Today I love you. Die sagen, heute liebe ich dich. Tomorrow I don't know. Morgen weiß ich es nicht mehr. Another day they complain. An einem anderen Tag beschweren sie sich. Then come many other trouble. Und dann kommt wieder viel anderer Ärger. And then they divorce. Und dann scheiden die sich. You think such a people can go in paradise? Glaubt ihr, solche Leute können ins Paradies? I ask you honestly. Ich frage euch ganz ehrlich. These all people who are changing. All diese Leute, die sich immer und immer und immer wieder ändern. You think they will go in paradise? So wechselhaft sind. Auch die können ins Paradies. What you think? Was glaubt ihr? Paradise is belong to people who have a God nature, never change. Gehört das Paradies gehört zu denjenigen von Gottes Menschen, die Gottes Natur haben und die sich nie ändern. So, what you think? Was glaubt ihr also? The people who are changing every day and you cannot trust them. Diejenigen, die sich jeden Tag ändern, denen du nicht vertrauen kannst, weil sie so wechselhaft sind, kommen die in das Paradies? Put your hand in your heart. Hand aufs Herz. And tell me, they will go in paradise. Und sagt mir, gehen diese Leute ins Paradies? Paradise does not belong to such. Das Paradies gehört nicht zu solchen Leuten. No, you tell me honestly. You sag will... mir ganz ehrlich. Macht euer Mikrofon an. Yeah, you go in paradise who are changing every day. Geht ihr Leute, die sich jeden Tag ändern, ins Paradies? God putting this prayer already showing us mirror. Gott zeigt uns mit der göttlichen Botschaft diesem Gebet bereits den Spiegel. That I'm not the God who changed. Er sagt, ich bin nicht der Gott, der sich ändert. You are people who change. Ihr seid diejenigen, die sich ändern. Today you are happy, tomorrow you sad. Heute seid ihr glücklich, morgen seid ihr unglücklich. Today you love, tomorrow day you are separate. Heute seid ihr zusammen, morgen seid ihr getrennt. God said, my love is never-ending story. Gott sagte, meine Geschichte ist eine Geschichte der nie. My love. Meine Liebe ist eine Geschichte der nie endenden Liebe. So you tell me honestly, make a mic call. Sag mir ganz ehrlich. And put your hand, if I'm able to go in paradise. Hand aufs Herz und fragt euch, bin ich in der Lage, ins Paradies zu gehen? Nö. Wunderbar. What do you think Christians go in paradise? Glaubt ihr, die Christen gehen ins Paradies? Who looking one black hole to go inside and go in paradise? Die nach einem Loch suchen, durch das sie ins Paradies kriechen können. What do you think? Was glaubt ihr? Wenn ich mal darf, ich habe etwas Schwierigkeit jetzt mit den Wörtern. Natürlich haben wir alle die Meinung, dass wenn jemand tagtäglich seine Meinung ändert, ein sogenannter Wendehals, der hat keine Chance, ins Paradies zu kommen. Aber dadurch, dass wir, oder kann ich zumindest für mich sagen, dass ich viele Jahre auf der falschen Fährte war und dadurch, dass ich die Bereitschaft zur Änderung in mir trage, habe ich eine Chance, in die richtige Richtung zu gehen. Das heißt, Veränderung grundsätzlich abzulehnen, halte ich nicht für richtig, sondern Veränderung ist in diesem Fall der Schlüssel zu Gott. Veränderung ist eine Sache, aber dass du dich vom Guten änderst und dann wieder weg, ist eine andere. Wechselhaftigkeit ist stetig.
Sonst würde es ja heißen, dass du beim Guten bleibst. Wenn ich jetzt stetig gewesen wäre, dann wäre ich im Katholizismus geblieben. So, dadurch, dass ich aber offen für Veränderung bin, habe ich mich dieser Bewegung und auch, glaube ich, dem richtigen Weg angeschlossen. Deswegen meine ich, muss man da etwas differenzierter das betrachten. Hartmut, ich glaube, du siehst es ein bisschen zu extrem. Das ist, was Sahid meint, ist, dass du jeden Tag deine Meinung änderst. Wenn du jetzt zum Beispiel einmal am Tag sagst, oh, heute fühle ich mich, als wäre ich ein Christ, morgen bin ich lieber Moslem oder nee, heute bin ich doch lieber Jude, das meint er. So. Da sind wir, an der Stelle sind wir uns vollkommen einig, das erübrigt eigentlich die Frage. Okay. Aber grundsätzlich, Veränderung ist der Schlüssel zu Gott. Hartmut, ich glaube, das Problem ist auch, dass du wie ein Philosoph fragst, ja. Ja, jedes Wort beim Dings. I can explain. Ja, die Frage ist, ich kann es euch erklären, ja. We're talking about foundation. Wir reden hier über die Grundlage. God created life because of love. Gott hat das Leben wegen der Liebe erschaffen. So God love never changed. Und Gottes Liebe ändert sich nie. God created life. Gott hat das Leben erschaffen. So life will be continued. Und das Leben wird deswegen weitergehen. So here, God is asking you should be loyal, like I'm loyal to you. Und in dieser Hinsicht, sagt Gott, sollt ihr loyal sein, so wie ich loyal zu euch bin. You should be given your love unconditional like I gave. Ihr sollt eure Liebe bedingungslos geben, so wie ich sie gebe. All other small things we change. Alle anderen kleinen Dinge ändern wir. God forgive us. God don't care. Für die vergibt uns Gott. Für die da das interessiert. Für die interessiert sich Gott nicht mehr am Ende. I take 3 promise with international members. Und ich nehme 3 Versprechen von meinen internationalen Mitgliedern an. There God is talking actually. Darüber redet Gott. That when you read these books, dass wenn ihr diese Bücher lest, influence should come in your life. Dann sollte auch dieser Einfluss in euer Leben kommen. When influence will come, you will be different person. Und wenn dieser Einfluss in euer Leben kommt, dann werdet ihr zu einer anderen Person. Second promise I'm taking. Ich nehme solch ein Versprechen, that your life will be loyal to God. Dass euer Leben auch loyal zu Gott sein wird. Third promise I'm taking. Das dritte Versprechen ist, that all your life until last breath, dass euer ganzes Leben lang bis zu eurem letzten Atemzug, you will give your best for sake of love. Ihr euer Bestes zum Zweck, zum Wohle der Liebe geben werdet. Everything else. Und alles andere. God will forgive us. Das wird Gott uns vergeben. Because we have a foundation. Denn wir haben die Grundlage. To go continue in spiritual life. Weiterzugehen in der geistigen Welt. So that's what God is talking about. Das ist das, worüber Gott redet. Fundamental. Das Fundamentale. Other mistake what we will make in our daily life. Die anderen Fehler, die wir in unserem täglichen Leben machen. God can forgive us. Die kann Gott uns vergeben. Next day. Am nächsten Tag schon. But God also reminding that you continue to grow. Actually. Aber Gott erinnert uns auch daran, dass wir weiterhin wachsen. So these are the 3 promises. Das sind also die 3 Versprechen. Which give us light to move continually. Die uns Licht geben, um sich weiter voranzubewegen. I'm not talking about all mistakes. Ich rede nicht über alle Fehler. I'm talking about 3 things. Ich rede über 3 Dinge. When you are reading God books. Wenn ihr Gottes Bücher lest, and if magnet is taking you to God, und die euch magnetisch zu Gott anziehen und bringen, one foundation. Dann ist das eine Grundlage. And if you rest of your life become loyal to God, und wenn ihr für den Rest eures Lebens loyal zu Gott seid, and do everything what you can, und alles tut, was ihr für Gott könnt, this is the second foundation. Dann ist das die zweite Grundlage. Third, dritte, you have done everything what you could do for the will of God. Ist, dass ihr alles getan habt, was ihr für den Willen Gottes tun konntet. These are the 3 foundations. Das sind die 3 Grundlagen. Everything else, what you will make a mistake. Alles andere, was ihr an Fehlern machen werdet.
This will be forgiven. Das wird vergeben werden. And this will be guide you in paradise. Das wird euch im Paradies führen. Better is if you change here all your bad habit. Es ist besser, wenn ihr hier eure ganzen schlechten Gewohnheiten ablegt. Otherwise, ändert. Your home will be paradise. Ansonsten wird euer Zuhause das Paradies. Your dimension will be paradise. Das wird eure Heimat vielleicht das Paradies sein. But you have to go down to change your habit. Aber ihr müsst in niedere Dimensionen dann gehen, um eure Angewohnheiten zu ändern. But habit will change. Eure Angewohnheiten werden sich eines Tages ändern. So God talking only three things. Gott redet also nur über drei Dinge. To become unchanged. Dass man unveränderlich wird. So don't worry about your everyday mistakes. Sorgt euch also nicht um eure Fehler des täglichen Lebens. But it not mean that you start doing those mistakes by Absicht, you know? Aber fangt an, das heißt nicht, dass sie diese Fehler mit Absicht anfangen sollen. But it's happened. Aber wenn sie passieren. God say, tomorrow is new day. Dann sagt Gott immer, morgen ist schon wieder ein neuer Tag. And in paradise, if you can be in paradise. Und im Paradies, wenn ihr im Paradies sein könnt. Environment is so beautiful. Das Umfeld dort ist so wunderschön. That is very easy not to make a mistake. Dass es sehr einfach dort ist, keine Fehler zu machen. Easy. Dort ist es sehr einfach, keine Fehler zu machen. Because the environment are wonderful. Denn das Umfeld ist so ideal. So, I hope you got it, what I'm saying. Hartmut, ich hoffe, du hast verstanden, was ich gesagt habe. Yes. Ja, ich habe noch eine Nachfrage. Yeah. Das, was du uns gesagt hast, das verstehe ich sehr gut. Ich habe aber auch mitbekommen, dass sich Positionen verändert haben. So meine ich zumindest. Ich durfte miterleben, wie das erste Abbild von Gott den Menschen offengelegt worden ist. Und das hat uns alle, die das miterleben konnten, sehr ergriffen. Da ist jetzt meine Frage. War es schon immer Gottes Plan, den Menschen ein Abbild zu geben? Oder hast du es durch deinen Wunsch, ein Abbild zu haben, hast du Gott bewegen können? Und somit hättest du ja dann die Meinung Gottes geändert. Kannst du das nochmal klarstellen? He's asking, was it always God's plan to bring this picture of God, or through your wish did you change God's opinion so that he agreed to reveal his picture? First of all, in spirituality, Wishawashi doesn't work, actually. Also zuerst einmal, in der Spiritualität funktioniert dieses Wishiwashi nicht. And opinion also doesn't work. Und auch mit Meinungen ist das so eine Sache. This is not a spirituality. Das ist diese Art von Logik, die du hier ansetzt, funktioniert in der Spiritualität nicht so ganz. I came today. Ich kam heute. But God's plan never changed day first. Aber Gottes Plan hat sich nie von Tag 1 geändert. Since God created human creation, seit Gott die menschliche Schöpfung erschaffen hat, his plan number one is to bring his world, actually. Ist sein Plan Nummer 1, seine Welt zu bringen. If Messiah comes, Messiah goes. Ob ein Messias kommt und Messias wieder gehen. Aber God's plan never changed. Aber Gottes Plan hat sich in dieser Hinsicht nie geändert. So I never change any position of God. Ich habe also nie irgendeine Position Gottes geändert. Only I am giving you better expression. Nur gebe ich euch einen besseren Ausdruck davon. So you have more understanding. Damit ihr mehr Verständnis darüber entwickeln könnt. Yes. Something happened in my life. Ja, etwas ist in meinem Leben passiert. That God changed my life. Dass Gott mein Leben verändert hat. If I would not meet God, hätte ich Gott nicht getroffen, I was a selfish man. Dann wäre ich ein selbstsüchtiger Mann gewesen. God made me selfless. Und Gott machte mich selbstlos. If I would not meet God, hätte ich Gott nicht getroffen, maybe I don't know what shall I do to have power. Dann vielleicht hätte ich nicht gewusst, was ich haben müsste, um Macht zu haben. Kraft. But God made me that true power is a love. Aber Gott gab mir wahre Kraft, wahre Macht, indem er mir Liebe gab. So I could not influence anything to God.
Ich konnte also Gott in keiner Hinsicht beeinflussen. But he influenced 180 degree to change my life. Aber er hat mich zu 180 Grad verändert in meinem Leben. So, what is good for me? Was ist also gut für mich? Is also good for you. Ist auch gut für dich. So internally God never changes. Innerlich, in sich hat Gott sich nie geändert. I hope I give you right answer. Ich hoffe, dass ich habe dir die richtige Antwort gegeben. Hartmut? Ja, ich habe es jetzt besser verstanden. Und zwar, dass Gottes Ziel unveränderlich ist. Richtig. Aber der Weg vielleicht mal die eine oder andere Kurve nimmt. Ja, der Weg ist depend on how much condition you have. Ja, der Weg ist auch davon abhängig, wie viel Konditionen du hast. If I'm in number one world, I can run faster. Wenn ich der Weltläufer Nummer eins bin, ich kann auch schneller laufen. Maybe I can find some quickest way. Vielleicht kann ich einen schnelleren Weg finden. We have all same lung, you know? Wir alle haben die gleichen Lungen. But when we run, then we find out our limitation. Aber wenn wir rennen, finden wir heraus, wie weit diese Lungen sich doch unterscheiden. Yes. Wegs can be different, but if God is the center point, I think. Der Weg kann unterschiedlich sein, aber Gott muss der zentrale Punkt sein. You find your destiny. Und da findet ihr eure Bestimmung. Yes. That's one great Sufi say. Auch schon wie ein großartiger Sufi gesagt hat. When I made first time God, als ich zum ersten Mal Gott traf, I came to know I'm not belong to religion. Fand ich heraus, dass ich nicht zur Religion gehörte. I came to know I'm not belong to Muhammad. Ich fand heraus, dass ich nicht zu Muhammad gehörte. I'm not belong to Adam. Dass ich nicht zu Adam gehöre. All these ways, all diese Wege, wherever which I'm taking, welchen Weg auch immer ich nehme, is leading me now to God, because God is now in my life. Führen mich jetzt zu Gott, denn Gott ist jetzt in meinem Leben. So, Wege is can be a little bit different. Der Weg kann ein bisschen anders sein, ja. I give you one example. Ich gebe noch ein Beispiel. I tried to have a visa in Pakistan when I was a 17 year old. Als ich damals 17 war, versuchte ich ein Visa in Pakistan zu beantragen. I did not got it. Aber ich bekam es nicht, ein Visa für welches Land. I went to Afghanistan. Und dann ging ich nach Afghanistan und versuchte dort ein Visa zu beantragen. I did not got it. Und da bekam ich es auch nicht. I went to Turkey. Ich bin in die Türkei gegangen und habe versucht, ein Visa zu beantragen. Aber auch dort habe ich keins bekommen. I tried 21 years, I did not got a possibility to come in Germany. Ich versuchte es 21 Jahre lang und bekam nicht die Möglichkeit, nach Deutschland zu kommen. So, how many Wege, Umleitung I have? Wie viele Umleitungen, Deviations musste ich nehmen? Did I took by purpose? Habe ich die mit Absicht genommen? No. Nein. So, in this case, God not only forgave me, God loved me more. In diesem Fall vergibt mir Gott nicht einfach, sondern er liebt mich auch sehr. So, truth never change, expression change. Die Wahrheit ändert sich nie, aber der Ausdruck der Wahrheit ändert sich. So, if God is our inner value, wenn Gott uns also unser innerlicher Wert ist, doesn't matter which way we take, egal welchen Weg wir nehmen, God will not let us go one lost way where we enter in darkness. Gott wird uns nicht auf einen Weg lassen, auf dem wir verloren gehen und in die Dunkelheit rutschen. I hope now you understood. Ich hoffe, jetzt hast du es mehr verstanden, Hartmut. Er sagt, yeah? Ja, okay, very good. Ja, sehr gut. So, how much time? Okay. Der nächste Satz ist: Ich stehe über Zeit und Raum. What is the meaning of this thing, if I ask you? Was ist die Bedeutung dieses Satzes, wenn ich das euch jetzt frage? Because I give so many seminars. Denn ich habe bereits so viele Seminare gegeben. That I am transcendent with time and space. Dass, wenn Gott sagt, ich stehe über Zeit und Raum. I can give you a little bit Führung. Ich kann euch ein bisschen Führung geben. I can go east. Ich kann nach Osten gehen. That's one way. Das ist ein Weg. I can go west. Ich kann nach Westen gehen. The other way. Das ist ein anderer Weg. North, south is Norden und Süden sind wieder andere Wege. But they are the way. Aber das sind nur Wege.
I'm looking my Heimat. I'm looking my home. Ich suche nach meiner Heimat. You think the ways gonna bring me home? Glaubt ihr, die Wege bringen mich nach Hause? Because every way which you take, God is not there. Denn jeden Weg, den ihr einschlagt, dort ist Gott nicht. God saying, I'm here. Gott sagt, ich bin hier. Here. Hier. You don't need to go Mount Everest. Ihr braucht nicht auf Mount Everest gehen. I'm here. Ich bin hier in eurem Herzen. So near to you. Ich bin so nah bei euch. So this is a real way. Das ist also der wahre Weg. Even this is not the way. Selbst wenn das hier nicht der Weg ist. This is a home actually. Das ist euer Zuhause. So in this case, what you think, what you take meaning God is a transcendental time and space. In diesem Fall, was glaubt ihr, ist die Bedeutung davon, wenn Gott sagt, ich stehe über Zeit und Raum? Can you turn this mic and... Könnt ihr eure Mikrofone anmachen und mir das bitte beantworten? I also have a right to ask my student how much they grow. Ich habe auch ein Recht, meine Studenten zu fragen, wie weit sie gewachsen sind. What does it mean this? Was bedeutet dieser Satz? Macht bitte eure Mikrofone an. Dana, what is meaning? Dana, was ist die Bedeutung davon? Hartmut. Hartmut. Diethelm, there are many intelligent people here. Diethelm, und es gibt viele intelligente Leute. Das heißt nicht, dass ihr eure Mikrofone wieder zumachen könnt, ja? Nur weil wir jetzt mehrere aufgerufen haben. Stefan, what does it mean? Stefan, was ist die Bedeutung davon? Hey, you come with full power and with 180 degree to give me answer. I will take it. All your aggressiveness tell me why, what is the meaning God is transcendent in time and space. Das war mit all deiner Aggressivität und Power, musst du mir sagen. Darf ich was sagen, Zeit? Ja, bitte, bitte. Ja, Christian. Na, Gott wäre ja nicht Gott, wenn er nicht Gott wäre, und wir Menschen sind halt seine Schöpfung. Wir können uns gar nicht die unendlichen Möglichkeiten von Gott vorstellen. Er ist außerhalb von Raum und Zeit. Gott ist Gott, because he's so unimaginable and unthinkable, and that's why he also has to be outside of time and space, because we are in time and space. Wow, wow. Answer. Das ist eine Antwort. Nicht die ganze Antwort, aber Antwort ist da. Nicht die ganze Antwort, aber eine Antwort ist da. Yes. So it means, question saying, God is not dwelling in his creation. Christian sagt also damit, Gott steckt nicht in seiner Schöpfung. God create this creation. Gott ist, hat die Schöpfung erschaffen, ist aber von seiner Schöpfung unterschieden. Hinduism says God is in everything. Der Hinduismus sagt zum Beispiel, Gott ist in allem. I say, aber ich sage, everything is belong to God, actually. Alles gehört zu Gott. So one answer is good. Das ist eine Antwort, ist gut. Somebody more? Noch jemand anderes? Ja, für mich wäre die Abkürzung, wenn er sagt, ich stehe über Zeit und Raum, ist für mich die Abkürzung, ich bin ewiglich. For him, this to say it short, God is eternal. Mm-hmm. Okay. Okay. So. Ja, wir Menschen oder andere Wesen in den niedrigeren Schöpfungen, wir sind Zeit und Raum unterworfen, auch wenn wir ewig sind. Also unser Geist lebt ja auch ewig, aber Gott steht darüber in den vertikalen Dimensionen. I have one question. Did God meet in lower creation or evil creation or in the hell? Human? Nee. Die Frage ist, hat Gott jemals in der niederen Schöpfung, Höllen und so weiter, jemals die menschliche Schöpfung getroffen? Nee. What about other people? Was sagen die anderen Leute? God meet? Doch, hat er. Alle Propheten sind in den Paradiesen. Er hat die Sufis getroffen. Natürlich trifft er auch in der niederen Schöpfung seine Lieben. Richtig. God do meet in his lower creation. Gott trifft auch seine Schöpfung in den niederen Schöpfungen. It's not that God meet only high creation. Das heißt also nicht, dass Gott nur in den höheren Schöpfungen seine Wesen, seine Schöpfungen trifft. If you like, I'd like to share one story very famous in Sufism. Wenn ihr wollt, kann ich hier eine berühmte Geschichte aus dem Sufismus teilen. Yes.
There was one great you like to hear? Yeah. Ask. Wollte die hören? Ja. Okay. There was one great Sufi, he called himself. God gave him title as a holy man. Es gab einen berühmten Sufi und Gott gab ihm den Titel Heiliger Mann. He was very proud. Und er war sehr, sehr, sehr stolz darüber. That he made God very high level. Dass er Gott auf einem sehr hohen Level traf. One day God came to him. Und eines Tages kam Gott zu ihm. And say, go there, prostitute area. Und Gott sagte zu ihm, geh in das Rotlichtviertel, wo die Prostituierten sind. And there you will meet this man is a Zuhälter. Zuhälter, ja. Ich glaube, ich weiß nur das Wort Pimp. Ja, yeah, but you speak there. Ja, English word is Pimp. In German? Ja, ich wollte es nur für Englisch. Ist es German? Ja. German. Und er sagte, dort wirst du einen Zuhälter treffen. Other Pimp, Pump, I explain. Okay. Yeah, you must speak German. The majority people. Ja, dort wirst du einen Zuhälter treffen. So go and tell him Chris Gott from God. Und er sagte zu ihm, geh und sag zu ihm, grüß Gott von Gott. God's greetings. Now this holy man say, God did not say to me, Chris Gott, and now he's sending me in red area to one evil man and saying, Chris Gott, actually. Jetzt sagte dieser Mann, der den Titel Heiliger Mann bekam, Gott hat noch nie zu mir gesagt, grüß Gott. Aber er schickte mich in das Rotlichtmilieu zu diesem Zuhälter und sagt, ich soll ihm die Botschaft vom Gruße Gottes überbringen. So he went there. Und er ging also in das Rotlichtmilieu. First thing he saw this man who was a Zuhälter. Und als er diesen Mann zum ersten Mal traf, der ein Zuhälter war, he was speaking loud. Come inside, meet a beautiful woman, you know. Da sah er ihn und er sah, wie der Mann rief ganz laut, kommt und trefft wunderschöne Frauen. This woman have this price, this woman have this price. Diese Frau zu diesem Preis und diese Frau zu diesem Preis. And he was talking worldly things. Und er sprach über viele weltliche Dinge. Now this holy man, they, und dieser heilige Mann, wie er den Titel von Gott bekommen hat, sagte zu sich selber, oh, I came wrong place. Ah, ich bin wohl an den falschen Ort gekommen. Maybe God is also sometime, maybe did not give me right address. Vielleicht hat Gott mir ja nicht die richtige Adresse gegeben. Yes. Ja. So he went back. Er ging also zurück. Und he said, God, der sagte, Gott, maybe you make a mistake, you send me wrong place. Ich glaube, du hast einen Fehler gemacht. Du hast mich an die falsche Adresse geschickt. God said no. Und Gott sagte, nein. I send you right place. Ich habe dich an den richtigen Ort geschickt. This was the right man. Das war der richtige Mann. So, go again. Geh also nochmal. And say, grüß Gott. Und sag zu ihm, grüß Gott. From God. Von Gott. Now this holy man, he was a little bit... He got a mood off. Actually. Dieser Heilige, der hat ein bisschen schlechte Laune bekommen. Huh? Er hat gesagt, huh. Why God don't say me, Chris Gott? Warum sagt Gott nicht zu mir, Chris Gott? So he went next day. Er ging also am nächsten Tag wieder an den gleichen Ort. He saw this man, he was totally tipsy, actually. Er sah diesen Mann wieder und er sah, dass dieser Mann total angetrunken war. And he was talking full about sex. Und er hat die ganze Zeit richtig über Sex geredet. And he says to this holy man, come and try one time. You und know. Er hat zu diesem heiligen Mann gesagt, komm, versuch einmal eine Frau. The world will be very colorful. Oh, und dann wird deine Welt wieder richtig farbig werden. Now this holy man got very angry. Yeah. Und dieser Mann wurde sehr sauer darauf. He went back. Er ging zurück. And he said, God. Und er sagte, Gott. Who are you sending, Chris Gott, actually? Wen schickst du da deinen Gruß, Grüß Gott? This is the most evil man. Das ist der schlimmste Mann, den ich je gesehen habe. And he also was tempting me to red area, you know. Und er hat auch versucht, mich in seine unmoralischen Aktivitäten zu verwickeln. And he was drunk, actually. Und er war sogar betrunken. God said, I send you now last time. Und Gott sagte, ich schicke dich jetzt zum allerletzten Mal dorthin. If you don't give my message to him, wenn du meine Botschaft nicht an ihm überbringst,
that I love him, dass ich ihn liebe, and I'm sending him many greetings, und dass ich ihm viele Grüße von mir schicke. And time never came until now that you turn your heart to God. Du ihm sagst, dass bisher nie die Zeit kam, dass er sein Herz zu Gott gedreht hat. This time this holy man went, unfortunately, he has to share this. Und dieser Mann ging dann wieder zum gleichen Ort, der heilige Mann, aber mit unglücklichem Herzen und weil er musste. And this time he saw more highlight. He was showing outside how to sex with women. Und diesmal war das Highlight noch größer von diesem Zuhälter, denn er hat öffentlich Sex gehabt. Nein, he is showing outside. Also er machte die Bewegungen. Ja, yeah, he's showing which position. Also er zeigt, in welchen Position man dort Sex 20, 30 position he was explaining. 20, 30 Positionen demonstrierte er. And this holy man, he got a headache. Und dieser Mann bekam Kopfschmerzen davon. Holy man. Der heilige Mann. Yes. But now God was saying, if you did not give my message. Aber Gott hat zu diesem heiligen Mann gesagt, wenn du diese meine Nachricht nicht überbringst. So your holiness is just like. Werde ich deinen Titel widerrufen. And then that's it. Und dann war's das für dich. So this time he went near this man. Und dieses Mal ging er gezwungen nah an diesen Mann heran. He said, give me 2 minutes. Und er sagte zu ihm, gib mir 2 Minuten mit dir. And I want to talk to you 4 eyes. Und ich möchte mit dir für 2 Minuten reden. And this Zuhälter, der Zuhälter sagte, I show you one new position, how you can enjoy actually. Mein Freund, ich zeige dir eine neue Position, die dir viel Spaß machen wird. He said, this position you show me later, I want to talk to you. Und der heilige Mann sagt, diese Position kannst du mir später zeigen. Ich möchte erst mal mit dir reden. 4 Augen, ja? Ja, unter 4 Augen. It's only 2 minutes, because this Zuhälter, this man say, my time is very valuable. Und dieser Zuhälter sagte, aber nur 2 Minuten, weil meine Zeit sehr wertvoll ist. Yes, it's only 2 minutes. Er sagte, nur 2 Minuten. Lieber Gott. He took him on the side. Er nahm ihn auf die Seite. And he gave God message. Und er gab Gottes Nachricht. This man, Zuhälter, heard this message. Und dieser Zuhälter hörte die Nachricht Gottes. He fell coma. Und er fiel ins Koma. And then after people threw water, everything, he came back. Und nachdem die Leute ihn mit Wasser abwarfen, kam er wieder zurück zum Bewusstsein. He said to this holy. Und er sagte zu diesem Heiligen. Did God send me this message? Hat Gott mir diese Nachricht geschickt? He said, yes. And then he told, I came before, but I thought maybe God sent me only wrong address. Und der heilige Mann sagte, ich kam eigentlich schon davor, aber ich dachte, Gott hat mir die falsche Adresse gegeben. Yes, but this time God was angry with me. Aber diesmal war Gott sauer mit mir. So I have to share with you. Und deswegen musste ich das mit dir teilen. This man, dieser Mann, left this red area. Hat dieses Rotlichtviertel dann verlassen. 40 years later. Und 40 Jahre später. These two Sufi meeting each other. Haben diese zwei Sufis sich wieder getroffen. And this Zuhälter. Dieser Zuhälter. He was a guider and he was a prophet of Sufism actually. War nun ein Führer und ein Prophet des Sufismus. So God meet in his low creation too, when God see that this person have a potential in his heart, you know. Gott trifft also in der niederen Schöpfung auch seine Schöpfungen, wenn er sieht, dass diese Wesen ein Herz für ihn haben. Yes. So God don't care if we meet high creation. Gott interessiert sich also nicht dafür, ob er in einer hohen Dimension ist. So you can make every mistake. Ihr könnt also jeden Fehler machen. Three things if you do. Aber 3 Dinge, die ihr machen sollt, sind. No power can take you away from God. Wenn ihr die macht, die auch in unserem Versprechen drin sind, if, dann wird euch keine Kraft von diesem Weg wegnehmen können. If what I'm revealing you, wenn das, was ich euch offenbare, it touch your heart, es euer Herz berührt, and you become loyal to God, und ihr loyal für Gott werdet, and you have given for the will of God,
Und ihr für den Willen Gottes alles gebt. Last breath. Bis zu eurem letzten Atemzug geht. No magnet can take you down. Kann kein Magnet euch runterziehen. Everything else, then you are diamond. Für alles andere seid ihr ein Diamant. So, God made his Lord creation. Gott hat also, trifft also seine niedere Schöpfung. Nächster Satz. I do not know if they want to ask questions. Ich weiß, ich wollte die Fragen stellen. Ja, man muss langsam Zeit, Fragen zu stellen. Okay, we were talking, God is a transcends the time and space. Wir haben also darüber geredet, Gott steht über Zeit und Raum. That's true. Das ist also wahr. Where matter cannot go. Dort, wo die Materie nicht hingehen kann. Where time cannot go. Dort, wo die Zeit nicht hingehen kann. Where light speed cannot go. Dort, wo die Lichtgeschwindigkeit nicht mal das erreichen kann. Wo, where space is no more there. Dort, wo Raum nicht mal hinreicht. This is a God is highest than his any creation. Dort ist Gott höher als irgendeines seiner Schöpfung. But he meet the lowest creation. Doch er trifft die niedersten Schöpfungen. Only the day you change your heart. Nur der Tag, an dem ihr euch ändert. The day you change your journey. Der Tag, an dem ihr eure Reise ändert. Everything changes. Ändert sich alles für euch. So. Ich mache mal eben einen Cut und fange wieder neu an. So. Danke. Please ask question. Bitte stellt mir eure Fragen. I told many members, don't worry about daily, you make a mistake. Ich habe viele meiner Mitglieder gesagt, bitte sorgt euch nicht darum, für die Fehler, die ihr tagtäglich macht. But don't mix this mistake for tomorrow new days. Aber mischt diese Fehler nicht mit dem morgigen neuen Tag. New day with new hope. Ihr geht einen neuen Tag mit einer neuen Hoffnung. That's what God said to me. Das ist, was Gott zu mir gesagt hat. And that's what you can take too. Und das ist, was auch ihr mitnehmen könnt. So, please. Also bitte. Und Sahid, ich wollte nochmal. Ja, bitte. Ja. Ich wollte nochmal was zu der Frage von vorhin vom Hartmut fragen. Ist es das Bild von Gott, dass wir Menschen überhaupt ein Bild durch dich von Gott bekommen konnten? Warum ist das so erfolgt? Warum hat zum Beispiel Moses auf dem Tempelberg oder wo die 10 Gebote gekommen sind, wo drin steht, wir dürfen uns kein Bild von Gott machen? Und so steht es auch im Koran drin. Wieso kam das erst mit dir und nicht schon früher? Why did it come with you now that we have a picture of God? In Moses' time, when he got the 10 commandments, God said, there should be no picture of me. Even in Koran, they are saying that he wasn't allowed to make a picture, and they said, no picture of God is allowed. Why did it change with you? Very good question. Sehr gute Frage. But did you have information that Moses took 73 people to show God on mountain? Aber hast du auch die Information, dass Moses 73 Leute mit auf den Berg Sinai nahm und diese Leute Gott sahen? Und they were sit down with God. Did you have this information? Und die sich sogar mit Gott hingesetzt haben. You can send him Bible. Ja, das steht in der Bibel drin. Maybe you can send. Exodus. Kannst du selber gucken? In Exodus, ich glaube Kapitel 9, Moses ging mit Nadab, Abihu, Aaron und den 70 Alten auf den Berg und sie sahen the God of Israel. Den Gott Israels. Yes. Das ist der O-Ton. Okay. So this is not something. Okay, this is one thing. Das ist also eine Sache. Ja. Actually, God came when Mount Sinai. He want to show 600,000 people himself. Der eigentliche Plan Gottes war, als er auf den Berg Sinai kam, dass er sich den 600,000 Menschen, den dort Anwesenden, allen zeigt. But they all ran away from. Aber alle diese Leute rannten weg. Only 73 people was they stay with Moses. Nur diese 73, die blieben mit Moses. And they went with in darkness on Mount Sinai. Aber und sie gingen, der Berg war in Dunkelheit eingehüllt und trotz der Dunkelheit gingen sie auf den Berg. And what others say is also inside. Und was die anderen sagten, steht dort auch drin. We cannot hear the voice of God, we will die. Moses, wir können die Stimme Gottes nicht hören, wenn er zu uns spricht, werden wir sterben. Deswegen sagt, dass Gott wieder gehen soll. Later on, if Moses changing his opinion, hätte Moses später seine Position geändert, then it happened because they start building many statues. Moses hat später seine Position geändert, weil die Leute
die Gott nicht sehen wollten, ihre eigenen Statuen von Gott errichtet haben. There then Moses changed. Und dort hat Moses dann geändert und hat einen anderen Kurs eingeschlagen. Now let's talk about Islam. Der dann zu diesem radikalen Satz führte, kein Abbild von Gott. Now let's talk about Islam. Jetzt lass uns über den Islam reden. Quran saying, der Koran sagt, Muhammad saw not one time, he saw two times God. Dass Muhammad nicht einmal, sondern zweimal Gott sah. And what Muhammad saw, this was the truth. Und was Muhammad sah, ist die Wahrheit. That's written in the Quran. Das steht im Koran. But there's one thing more I explain you. Aber noch eine Sache mehr, die ich zu sagen möchte. Hadith. In den Hadithen. His lovely wife Aisha say, you saw God? Seine liebliche Frau Aisha fragte Muhammad einmal, hast du Gott gesehen? He said, no. Und er sagte, nein. And now he coming out of the door. Und jetzt kam er aus der Tür heraus. And Ibn Abbas, he was a Sufi man. Und Ibn Abbas, er war ein Sufi angehauchter Mann und sagte, did you saw God? Hast du Gott wirklich gesehen? He said, yes. Und Muhammad sagte, ja, natürlich. It means he lied to his wife and he telling the truth outside. Das bedeutet also, dass Muhammad zu seiner Frau angelogen hat, aber zu Ibn Abbas die Wahrheit sagt. One is saying yes, one is saying no. Naja, immerhin sagt er zu einem nein, zum anderen ja auf die Frage. Aber die Frage ist jetzt, wieso? If Christian is there, yeah. Christian. This Aisha. Aisha, ja. This was his lovely wife. Aisha war seine liebliche Frau. But she was intellectual. Aber Aisha war eine sehr intellektuelle Frau. So he said, I did not see God. Und zu ihr sagte er dann bewusst, ich habe Gott nicht gesehen. Because she was criticizing him, nobody can see God. Denn sie kritisierte ihn und sagte, niemand kann Gott sehen. Other man, he saw God actually. Aber Ibn Abbas, er sah Gott selber und zu ihm als he was a man of heart. Als Mann des Herzens sagte Mohammed, ich habe Gott gesehen. So him he say yes, I saw God. Zu ihm sagt er also, ja, ich habe Gott gesehen. So there was always some people who saw God who. Es gab also immer Leute, die Gott gesehen haben. So God did not change because of me. Gott hat sich in diesem Falle nicht geändert wegen mir. He only blessed us. Er segnete uns nur. He says, I'm giving you my form. Er sagte, ich gebe dir meine Form. But this is for the future generation. Die du in das ist nur für die zukünftige Generation. Ja, das ist aber nur für die zukünftige Generation. All ja. These people who want to meet me. Für all diese Leute, die mich treffen wollen, für die ist dieses Bild. So God never changed. Gott ändert sich also nie. Ja. I give you both examples from the Bible and Quran. Ich habe dir beide Beispiele aus der Bibel und dem Koran gegeben. Yeah. But this time is more blessing came. Aber diesmal haben wir mehr Segen natürlich, ja. Because God's picture never slipped from my eyes. Denn Gottes Augen, Gottes Bild ist nicht von meinen Augen weggerutscht und dadurch konnten wir erst das Bild bringen. This is amazing love for God. Das ist eine unglaubliche Liebe Gottes, die uns zuteil wurde. I want to introduce you one man. Ich möchte dir einen Mann vorstellen. Da ist er. Atta. Atta aus Südafrika. He is a painter. Yeah? Er ist ein Maler. You know what he was saying to God? Wisst ihr, was er zu Gott gesagt hat? He said, God, I'm a painter. Er sagte, Gott, ich bin ein Maler. You sit front of me, I can make your picture. Setz dich vor mich, ich male ein Bild von dir. God said, okay. Gott sagte, okay, mach das. Mach das. And he did it. Und er versuchte es. No, he did it. Er machte es. In spiritual world. In der geistigen Welt. He did it. Er hat von Gott in der geistigen Welt ein Bild gezeichnet. He is a man, if you sit down in front of him, 15 minutes, he make a picture. Er ist ein solcher Mann, in 15 Minuten, er setzt sich vor sich und kann von dir ein Bild machen. So God said, okay, I'm here, make my picture. Gott sagte also, ich bin hier, mach ein Bild von mir. In spiritual world, he said, okay, here's the picture. Und der geistigen Welt sagte, okay, hier ist ein Bild. Next morning, he forget God's face again. Am nächsten Morgen, vergaß er aber schon wieder Gottes Bild. He forget. Er vergaß es vollkommen. So God told him. Gott sagt ihm also. You gonna paint, but Zahid gonna tell how I look exactly. Du wirst malen, aber Zahid wird dir sagen, wie ich aussehe. So I became his eyes. Ich wurde also zu seinen Augen. So the picture came. Und so kam das Bild Gottes. Yeah. Ja? Amazing blessing. Das ist ein unglaublicher Segen, ja? Ja. Yeah. Okay. Okay. Du wolltest Adam, glaube ich, was fragen. Bitte? Du
glaube, du wolltest irgendwas. No, sagen. I say anybody. Achso, jeder hier. Hat irgendjemand eine If Frage? Adam have a question. Hat Adam eine Frage? Julian have a question. Hat Julian eine Frage? Dietham, if I have a question. Dietham, hast du eine Frage? Ask me, I'm here. Frag mich, ich bin hier. Wenn ich die Antwort in Erinnerung bringe, dass Gott außerhalb der Schöpfung ist. Er hat viele Schöpfungen gemacht, aber er ist nicht in der Schöpfung. Das habe ich richtig verstanden. Sicher. So denke ich, dass er alle seine Schöpfungen liebt. Ja. Ja. Das ist für mich sehr wichtig. Ich weiß ja nicht, wo ich lande. Ich werde ja bald 80 und ich muss mich ja auch langsam darauf vorbereiten. Und ich bin eigentlich mit jeder Kategorie meiner zukünftigen Existenz zufrieden, jetzt schon. Ja. Yeah. Denn ich kann nicht beurteilen, ob ich ein gutes Wesen bin oder einen guten Charakter habe und Gutes gemacht habe. Das kann eben nur einer oder andere, denen ich dann begegnen werde. Das heißt, ich bin rundum zufrieden mit allem, was ich erlebe. Oder noch erlebe, selbst mit der Politik, die ich heutzutage sehe, die ich aber nicht für gut heiße, bin ich auch zufrieden, weil ich mir sage, es soll so sein. Alles, was ist, soll so sein. Und demzufolge denke ich, dass die Harmonie das Wichtigste ist, um den Eintritt in die neue Welt vorzubereiten. Richtig. Richtig. Aber alles so sollte sein. Alles in der Welt sollte nicht so sein. Nicht so sollte sein. So sollte aber ich denke, dass derzeitig ohne Gottes Hilfe der Wandel nicht stattfinden kann. Und deswegen sagen wir ja auch, Gottes Reich kommt. Dass der Mensch ist fehlgeleitet durch wen auch immer, durch Kräfte, die sehr negativen Ansporn haben. Und ich denke, dass Gottes Hilfe schon aktiv ist. Ja, richtig. Ja, das ist richtig. Das ist richtig, Hartmut. Ja, das ist richtig. Ja. We are gehen in diese Richtung. Wir gehen in diese Richtung, ja. Das ist nur eine Frage der Zeit. Das ist nur eine Frage der Zeit. Ja, das stimmt. Das stimmt. Das heißt, mit allem, was ihr erzählt, ist für mich eine Bereicherung. Ich habe keine Frage. Ich nehme alles auf, verarbeite es so gut ich kann. Und danke euch für all diese Erkenntnisse. Ja. Danke, Dieter. Ja. Wo ist deine Buddha-Gardi? Ich sehe nicht mehr. Dieter, wo ist... Meine Freundin ist in heute, wo ist sie heute? In Fallenda. Das ist nicht weit weg von hier. Ah ja, okay. Ja, sie ist inzwischen eingezogen in ihr neues Heim. Mhm. Ich möchte betonen, sie ist eine Freundin. Okay. Ja. Viele Grüße und ich fühle mich, dass irgendwann ich würde vorbeikommen. Wir werden uns wiedersehen. Wiedersehen. In dieser oder in einer anderen Welt. Ja. Wenn du mich dann noch kennst. Lieber diese Welt ist. Andere Welt sowieso, aber diese Welt. Ich hoffe doch, dass wir uns in dieser Welt noch einmal. Nur du bist eine Organizer. Yeah? Ja, du bist aber ein Organisierer. And one time you did very good. Einmal hast du es sehr gut gemacht. Und try if we can do more. Versuch, dass wir nochmal einen Vortrag halten können. Ja. Ja, ich plädiere für Recht und Ordnung. Hier und auch in der geistigen Welt. Dafür habe ich aber noch nicht die Kenntnisse, was ich da zu tun habe. Aber ich denke, Recht und Ordnung herrscht momentan wohl auch nicht in der geistigen Welt. Dort sind sicherlich auch einige Unstimmigkeiten, nach meiner Auffassung. But what I'm talking, I want to, one time you had organized my seminar. Aber über was ich rede ist, einmal hast du ein Seminar organisiert. I want, if you can do again. Ich möchte, dass du das nochmal machst. Ich wünsche es auch. Ich suche auch nach Menschen, denen ich begegne. Okay. Aber die sind alle ein bisschen, Und Großstädte, so wie ihr in Frankfurt jedes Wochenende, das liegt mir nicht so. Da gehe ich vor die Hunde. Ja, weil du bist ganz näher mich. Ja, weil du bist mir ganz nah. In Bad Camberg. In Bad Camberg. So, wenn du auch 8, 9 Leute, ich komme vorbei. Wenn du auch 8, 9 Leute hast, ich komme vorbei. Ja.
Bei deinem Haus. Ja. Bei deinem Haus, ja. Das, okay. Das müssen Ausgesuchte sein, die müssen eine gewisse Vorkenntnis haben und eine Beziehung von Herz zu Herz, sage ich mal. Und nicht mehr mit ihrem Vorderhirn arbeiten, sondern auch durch ihr Hinterhirn eventuell Impulse bekommen, damit das Vorderhirn richtig urteilen kann. Ja, ich nehme auch Großhandel, bring alle. Ich nehme einen Großhandel. Bring alle, ich spreche mal. Dann. Ja, mit Vorderhirn, Hinterhirn, Unterhirn, ja. Oberhirn, ja. Maybe they change. Ja, vielleicht in meinem Umfeld hier sind alle eingeschlafen. Ich sehe keinen. Ja. Okay. Aber ich bin noch wach. Okay. Norman ist hier von Schweiz. Norman aus der Schweiz. Ist from Switzerland. But ja. Soon we, the plan is everything okay that I come to Switzerland or something change? Jawohl, alles in Arbeit. Ja. Alles in Arbeit. Ja, wunderbar. Ja. Deine, wie heißt Partner, who arranges Mario? Dein Partner in dieser Sache ist Mario, die alles mit dir organisiert. Jawohl. No, I would be very happy to come. Und ich bin sehr glücklich, dass du kommst. Mhm. Ich komme da. Weil dass ich komme. Ja. Ich auch. Ja. Something more? Noch jemand? Adam is tired, he wants to sleep again. Adam ist müde, er möchte wieder schlafen. Ich habe noch eine Frage. Ja. Erst einmal an alle anderen, wenn das Herz zum Diamanten wird, da steht die Geschichte mit dem Zuhälter drin, das ist Band 3, Kapitel 58, für alle, die es mal endlich lesen möchten. Und das Kapitel 39 aus Band 2 beinhaltet das Thema über Gottes Bild. Das lege ich vor allem Christian ans Herz, das dringend zu lesen, weil das wird dich sehr bereichern. Zu meiner Frage, ich möchte wissen, warum das geistige Bewusstsein bei einigen Wesen getrübt ist, wenn sie von der Erde zurückkommen und bei anderen nicht. Hm? I want to know why this spiritual awareness, when people come on earth, yeah, some fall, some doesn't fall. But I want to ask in general, why the spiritual awareness is clouded when they come back in spiritual world. And even sometimes people or spirit fail, they come back in the spiritual world and their awareness is not dimmed. So what is the secret? What is the secret behind? I want to give you also from where come this question to me. When I see your story about Lucifer, the Golden Bridge. He has the ability from Earth or from wherever he is in the low dimension to look upward in the heaven. He can participate ceremony. And when I look in your story about this two couple who came from paradise, who should support your mission, she came back and her awareness was dimmed. The love she felt was not anymore there. Why is so much different? The boat had an extreme spiritual growth. Why one loses awareness and why other can keep it? Yes. Yeah. Remember, I explained many times keys, body, mind, universal consciousness. Erinnerst du dich? Ich habe oftmals die Schlüssel erklärt: Körper, Verstand, Bewusstsein, Wissen. And all. Yes. Und alle diese Schlüssel. There's only, I think, 1 meter different between mind and awareness. Es gibt nur ein Unterschied von 1 Meter, sprachlich gesprochen, zwischen Verstand und Bewusstsein. Not even 1 meter, Millimeter. 1 Millimeter. I pray every night to God. Ich bete jede Nacht zu Gott. Give me more awareness. Gott, gib mir mehr Bewusstsein. I never pray that give me more mind, actually. Ich sage nie zum, sage nie zu Gott, gib mir mehr Verstand. Verstand cannot reach where awareness can be there. Der Verstand kann nicht das erreichen, wo das Bewusstsein ist. So, I'm lucky in this case. In diesem Fall habe ich viel Glück. Du bist müde, Adam ist müde. You have to be very concentrated. Yeah. So, there's only the awareness. Aber es gibt also nur Bewusstsein. I pray every night, God, let me die with awareness. Jede Nacht sage ich, Gott, lass mich mit Bewusstsein sterben. And when I was a child, und als ich ein Kind war, I asked one Sufi, what shall I pray? Habe ich einen Sufi einmal gefragt, was soll ich beten? He says, Sufism discover
some new technology. Er sagte, der Sophismus hat eine neue Technologie gefunden. I said, what is this new technology? Und ich habe gesagt, was ist diese neue Technologie? He said, ask every night God. Er sagte, frag Gott jede Nacht. Bring my awareness back. Bring mein Bewusstsein zurück. And the moment I started, der Moment, in dem ich angefangen habe, this fog was moving actually. Hat sich dieser Nebel wegbewegt. So this new technology I'm giving you. Das heißt, diese neue Technologie gebe ich dir jetzt. Don't ask God increase my knowledge and give me more mind actually. Frag Gott nicht danach, dass du mehr Wissen bekommen sollst oder mehr Verstand. Ask God. Frag Gott. Give me a little bit more awareness. Sag zu Gott, gib mir ein bisschen mehr Bewusstsein. In this case, und in diesem Fall, long journey can be very shortest way to meet this memory back. Kann die lange Reise auf sehr kurzen Weg geschafft werden. 6 keys are here. 6 Schlüssel sind hier. But people don't ask me question many times. Aber die Leute fragen mich nicht darüber aus. Yeah. So this new technology that awareness can bring your memory back. Das heißt also was? This new technology. This new technology diese neue Technologie ist. Which 6 keys we have. Diese 6 Schlüssel, die wir haben. Ask God. Frag Gott. 2 Uhr nachts. 2 Uhr nachts. God, give my awareness back. Actually. Gib mir mein Bewusstsein zurück. And your memory will come back. Und eure Erinnerung wird dann zurückkommen. More your memory gonna come back. Je mehr eure Erinnerung zurückkommen wird. More deeper journey will be actually. Umso mehr wird eure tiefste Reise sein. But you have to ask. Aber ihr müsst fragen. And I'm giving you this new methode. Und ich gebe euch diese neue Methode. That's not new methode. That's a spiritual. Das ist keine neue Methode. Das ist Spiritualität. So, you asking since 30 years you did not ask God. 30 Jahre habt ihr Gott nicht gefragt. Manchmal. You have to be aware. I'm talking to Kasyana. Du hast auf die Term gezogen. 30 years Kasyana did not ask. 30 Jahre hast du nicht gefragt, Kasyana. Even God gave you this awareness, you don't want it. Selbst obwohl Gott dir dieses Bewusstsein geben wollte, hast du es nicht angenommen. You said no. Du hast gesagt nein. So this went away. Und dann ist das weggegangen. 30 years later, aber 30 Jahre später, you ask, fragst du jetzt danach. And every night your memory coming back. Und jede Nacht kommt deine Erinnerung zurück. Ask God, please. Everybody should ask. Frag Gott. Jeder hier soll Gott fragen. My awareness, God. Mein Bewusstsein, Gott. Let me come back. Bitte, bring es zurück. What gonna be heaven? Und was wird dann passieren? You gonna be in paradise. Ihr werdet dann im Paradies sein. You gonna see your awareness that you was always with God. Ihr werdet dann durch euer Bewusstsein sehen, dass ihr immer mit Gott wart. Und dass Gott immer mit euch war. Ja? I hope you understand. Ich hoffe, du hast es verstanden. Ich habe es verstanden, aber das war nicht die Antwort auf meine Frage. What was deine Antwort? Was war deine Antwort? Okay. What was it, you? Ich mache das mal jetzt in Englisch, damit er mich versteht. Ja? We talk about two-way high-developed being. I talk about developed in love. Ja? I talk about Lucifer and I talk about this ideal couple in spiritual world from paradise. Yes. Who claim, we will support Sahib when he come on earth. So yes. Basement is clear. Yes. Both have a very much intensive love for God. That's right. So yeah. Both fell. She fell on earth. She killed herself. Lucifer was not obedient, so he fell. But Lucifer, he never sold his love to God. He kept his love straight. And he, that's why I think, I guess, and this is my question to you, he could keep his awareness. His awareness was clouded. Okay. But in her case, she wasted, she threw the love which belongs to God, she threw to one earthly person. Yeah. So that's why her, I guess, her awareness is now clouded. And that's why she came in middle dimension. So my question is, even you have a spiritual awareness, or my conclusion, if you don't connect it with your love for your creator, it doesn't mean anything. It can be also taken away anytime. Yeah. Kannst du in Deutsch sagen, dann ich gebe Antwort. Ja, ich habe zum Zeit gesagt, es gibt einmal diesen Lucifer,
Und dieses Paar, ich weiß nicht, wer schon mal diese Geschichte gehört hat, der Zart hat es im vorletzten Zoom-Video angesprochen. Luzifer hat Gott sehr geliebt und dieses ideale Paar war in der, im Paradies und hat geschworen, wenn wir es auf die Erde gehen, werden wir Said helfen. Und selbst Gott hat gesagt, ihr beide schafft es, zwei Nationen zu mir zu führen, die Deutschen und die Niederländer. So viel, so gut. Beide, also alle drei sind gefallen. Luzifer ist gefallen, aber ungehorsam. Aber er hat seine Liebe für Gott nie verkauft. Ja, seine Liebe für Gott gilt ungebrochen unserem Schöpfer. Aber diese beiden haben die Liebe, die Gott gehört, hier auf Erden an der eine in die Politik reingepflanzt und die andere hat sich Hals über Kopf in einen Menschen verliebt, der sie verlassen hat und hat sich umgebracht. So, diese Frau kam zurück und kam in eine mittlere Welt und ihr Bewusstsein war nicht mehr da. Sie konnte sich an diese Zeit einfach nicht mehr erinnern. Das heißt, sie hat auch einen Teil ihrer Liebe verkauft und damit sich geistig, ich will nicht so sagen zurückentwickelt, aber dieses Bewusstsein war nicht mehr da. Und das heißt, selbst wenn ich Geist für mich, selbst wenn ich ein geistiges Bewusstsein erlange, wenn ich das nicht mit der Liebe zu meinem Schöpfer verbinde, kann ich das jederzeit verlieren. Yes. Yeah. Heißt, der große goldene Schlüssel ist die Liebe zu unserem Schöpfer. Yes. Yeah. Yes, I give you two examples about Lucifer. Ich gebe dir zwei Beispiele über Lucifer. And this couple. Und dieses Paar. Even before human creation, selbst vor der menschlichen Schöpfung, Lucifer was very clear in love of God. War Lucifer sehr klar in der Liebe mit Gott. But this couple was also beschäftigt in spiritual world, very intensive loving each other. Aber bereits in der geistigen Welt war dieses Paar damit beschäftigt, sich in ihrer Beziehung miteinander. And they wanted to come both same time. Und sie wollten beide zur gleichen Zeit auf die so Erde. So ihr Niveau of love, ihr Niveau der Liebe, also stage of love was different than Lucifer. Ihr Stadium der Liebe war also bereits in der geistigen Welt ein anderes als bei Lucifer. That's why Lucifer even today have awareness for everything. Und deswegen hat Lucifer bereits heute oder schon gehabt, schon immer sein Bewusstsein der Liebe behalten oder gehabt. Yeah, I think this is a quality and quantity. Ja, hier geht es also um Qualität und Quantität. Yes. Der Unterschied. Yes. For example, zum Beispiel, I was 6 years old. Ich war 6 Jahre alt. My parents sent me a school. Und meine Eltern schickten mich in die Schule. And I ran away from school and I go to Sufi. Und ich rannte von der Schule weg und ging zu Sufis. Because my awareness with God was very clear in spiritual life. Denn mein Bewusstsein über Gott war sehr klar über das geistige Leben. Yes. So this awareness also is coming together with you on this earth. Dieses Bewusstsein kommt also auch mit dir zusammen in der geistigen Welt. So I never been in school. War also nie in der Schule. So my mother said to teacher. Meine Mutter sagte also zum Lehrer. Why you make him every time fail? Like, warum lässt du ihn jedes Mal durchfallen? He said he never been in school. Und mein Lehrer hat gesagt, weil er nie in der Schule war. So they find out I was going Sufi school. Sie fanden heraus, dass ich immer in die Sufi-Schule gegangen bin. Because my awareness with God. Und mein Bewusstsein für Gott. In spiritual life was very clear like a Lucifer. Im geistigen Leben war sehr klar, wie bei Lucifer. So according to this awareness. Das heißt, gemäß diesem Bewusstsein. We are coming here. Kommen wir jetzt zum Punkt. Yes. Somebody take a little bit time. Manche somebody brauchen, can find out like this. Manche brauchen ein bisschen Zeit. Manche können das so herausfinden. But look at this condition, this couple. Aber schaut mal auf diese Kondition, auf dieses Paar. They want to come together, not a single. Die wollten zusammenkommen, nicht single allein. So their love in spiritual life was much more Aufmerksamkeit than God actually. Ihre Liebe miteinander hatte bei ihnen, bei beiden mehr Aufmerksamkeit bekommen als ihre Liebe zu Gott. Otherwise she would not kill herself. Ansonsten hätte diese Frau sich auch nicht umgebracht. Because of one love. Okay. Wegen einer Liebe, die sie gehabt hat. So I think that's a difference. Das ist also der Unterschied. Yeah. Ich hoffe, du hast verstanden. Ich hoffe, du hast das verstanden, Christiane. Ja oder nein, sag doch. Ja oder nein, du sitzt an. Ja, habe ich doch verstanden. Okay, super. Adam, what is your question? Adam, was ist deine Frage? Yeah, I have question. This morning I have dream.
Please, please. Yeah, Abba, you did a share money for all people here in the park, this group. Then I slept in, they didn't bring me coffee. You share people, the money you reach for me, you won't give me. Then I sleep, they didn't bring me the coffee. And then I open my eyes. I see it's coffee. It's okay. So that is my dream this morning for me. Adam hat gesehen, er hat geträumt und im Traum ist er aufgewacht für das Zoom-Meeting. Nadine hat ihm Kaffee gebracht und er hat Zoom-Meeting geschaut, habe ich verstanden. Okay. No, du, das, no, no. Hm. Nochmal, ja, sein Traum war, dass du, Zahid, warst in seinem Traum. Ja, und du hattest ganz, ganz viel Geld. Okay. Und konntest das an alle Mitglieder verteilen. Das war halt mein Traum. Oh. Okay. So, wenn ich, if I share money with all members. Wenn ich im Traum Geld mit allen Mitgliedern teile. This is not a money, this is a God love. Das ist nicht. That is what I see for my dream. I see. Okay, like, maybe. Yeah. And the coffee, if in dream you're drinking coffee, it is mean. You will come more near God after time. Und wenn du einen Traum Kaffee trinkst, heißt das, dass du mit der Zeit Gott näher kommen wirst. Coffee means success. Kaffee bedeutet So it's telling you will come very near to God. Das bedeutet also, dass du Gott sehr nahe kommen wirst. If Christian hear this, they say hallelujah, you know. Wenn Christian. Wenn Christian das hört, dann sagt er Halleluja. Und Muslim hier, das ist Allahu Akbar. Allahu Akbar. But it's a very, very beautiful dream, actually. Aber ein sehr wunderschöner Traum. Yeah, it's telling something. Das sagt uns was. Yeah. Thank you. Thank you very much. Yeah, please, Adam. Somebody more? Noch jemand? Go off. Ah, die, wie heißt er, unsere? Andreas. Schwarz. Ja. Ja, oder Schwarz. Andreas Schwarz. Andreas Schwarz. Ja, mich würde mal interessieren, Said, wenn ihr jetzt auf die Straße geht und die Menschen ansprecht, ne, was sind da die zentralen Aussagen? Sehr gute Frage, Andreas. When you speak on street people, wenn du zu der auf der Straße zu den Leuten sprichst, you say, dann sagst du, 21st century is a new timing of God. Das 21. Jahrhundert ist ein Zeitalter Gottes. God is revealing, Gott offenbart, that he want to live with mankind. Dass er mit der Menschheit zusammenleben möchte. And then you can tell that if they ask question how you know, say Messiah is on earth. Und wenn sie dann fragen, woher weißt du das? Dann sagst du, der Messias ist auf Erden. And he want to build one family. Und er möchte die eine Weltfamilie errichten. Because God asked. Weil Gott danach fragt. So, this is a hope. Das ist das Hauptthema. You can say. Hope. Das ist, was du sagen kannst, ja? Yes. Is it new timing of God? Es ist die neue Zeit Gottes. Ja, ich habe es aufgeschrieben. Andreas, ich lade dich ein, mach Praktikum in Paderborn oder in Bielefeld. Kannst immer mitkommen. Ja, muss ich mal machen. Ich muss nur gucken, wie ich mit meinem Job vereinbare. Das ist das Problem gerade. Aber ich finde schon irgendwie einen Weg. Aber du bist doch ganz näher bei Elisabeth. Ja. Ja. Genau. Bielefeld oder Paderborn würde gehen, ne? Ja, das ist. Weißt du, das müssen wir alle mit unserem Job vereinbaren. Ich habe auch eigentlich keine Zeit und trotzdem tue ich es. Genau. Einen starken und großen Mann kann man immer gebrauchen, Andreas. Ja. Nächst du, bist du fertig oder hast du ein neues Buch beginnen? Was meinst du mit fertig? Bist du mit der Offenbarung, hast du die fertig gelesen? Liest du gerade ein neues Buch oder wo bist du? Ach so, ja, die göttliche Offenbarung, die höre ich jetzt schon zum zweiten Mal als Hörbuch. Hm. Ne? Und habe ja auch schon andere Bücher als Hörbuch gehört. Also wahre Momente mit Gott habe ich schon, Unterhaltung mit Lucifer und so habe ich auch schon gehört. Aber ich brauche auch Wiederholungen, ne? Ich merke das.
Mal hören, das reicht nicht so. Wenn ich das zweite Mal höre, dann ist eine ganz andere Tiefe dann schon drin. Yes. Yeah. Unterhaltung mit Gott. Lucifer kam später. Ja, okay. Unterhaltung mit Gott, himmlischen Wesen und Lucifer. Also ja, das Buch, das heißt, ja, es kommt nicht öfters vor, viele Leute sagen, das heißt Unterhaltung mit Lucifer. Unterhaltung mit Gott. Nein, Unterhaltung mit Gott und ja, das meint sich ja, ja, genau. Ja, gar gewohnt. So, alles klar. Ja, ja. Danke erstmal. Nadine, bitte, bitte. Ja, ich möchte noch mal dir was erzählen. Ich hatte es schon in die WhatsApp-Gruppe geschickt. Ich war gestern auf einem Vortrag von diesem William Tuell und ich hatte vorher, ich wurde dahin eingeladen, dachte, okay, ich gucke mir das mal an und habe dann, ich saß da in der Menschenmenge und habe dann zu Gott gebetet, bitte Gott, dass er mir ein Zeichen gibt, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Und in dem Moment, wo ich mit dem Beten fertig war, ist ein dunkles Geistwesen über den Raum geflogen und ich habe mir dann den Vortrag angehört und er hat sehr in Metaphern gesprochen, was ein Zeichen irgendwie auch für so einen falschen Propheten ist. Und ich hatte auch gar nicht richtig die Message verstanden, was er überhaupt rüberbringen möchte. Und wir haben aber lange, mein Vater, seine Frau und ich haben lange darüber diskutiert, gestern Abend noch. Mhm. Und mein Vater hatte das so verstanden, dass er immer wieder davon sprach, dass nächstes Jahr im Februar circa eine Katastrophe ausbrechen wird, also ein Krieg. Da wollte ich fragen, was sagst du denn zu dieser Prophezeiung? So, she was, you know, also sometimes Hartmut. There was also Will you speak loud and here? Yeah, I'm talking because microphone is here. Yeah, okay. Not here. Okay. This man, his name, she was on one lecture from this world. Sprech Deutsch. Deutsch. Sie hat doch auf Deutsch gesprochen. Du sprichst Deutsch, ja, du sprichst Englisch. Sie hat das ganze... Ja, du gib auch. Okay. Ah ja, so mit dir, sorry. Yeah. Was? Und dann? She was on a lecture of this William Tuell and she was praying to God and then she saw how one dark, she was in this lecture room. There were many people, this William Tuell was in front. Then she was praying, she saw a dark being flying over this room. Mm. And then when she heard this lecture of William Tuell, he was all the time speaking in metaphors, like Jesus, in symbols. And so she didn't got the message. She was there with her father and with some other people, and they didn't really understood. Now they were talking yesterday, very long about this. Her father understood from those symbols of this tool that one war will come next year. Yeah, now she is asking your opinion. Is this true? Darf ich ganz kurz was dazu sagen, Said, damit du weißt, wer es ist. Das ist dieser ältere Mann, wo du selber schon was Negatives gesehen hast. You saw this video and you say to me, he has darkness with him. Sprech Deutsch. Ja, sie war das war für dich. Das ja, ist da kannst dieser, du mal für alle sagen. Ja, das war dieser Tools. Da hat der Said sich schon Videos angeguckt und wir wollten eigentlich auch Kontakt machen. Und dieser Tools will auch keinen Kontakt mit Said. Und Said hat auch gesehen, dass er Dunkelheit neben sich hat, dass er keine gute Persönlichkeit hat. Und deshalb wundert mich das überhaupt nicht, dass du das gestern gesehen hast, Nadine. Okay, Nadine, first of all, Nadine, zuallererst einmal, heaven told you his whole situation. Der Himmel hat dir bereits seine ganze Situation mitgeteilt, ja? Dunkel room, dunkel everything. Ein Raum mit einem dunklen Geistwesen, was drüber hinweggeflogen ist. So, this is a misuser. Das heißt also, dass er das missbraucht für sich. Ja. Now we come to the question. Jetzt kommen wir zur Frage. That if next year war will be or there will be no war. Wird nächstes Jahr ein Krieg kommen oder kein Krieg? Because your parent has. Weil understood. Dein Vater hat das gefragt. Understood. Hat das so verstanden? Don't forget. Vergiss nicht. When we take one step right direction. Wenn wir einen Schritt in die richtige Richtung gehen. God also is God of forgiveness. Gott ist auch ein Gott der Vergebung, ja? Okay. Ja. Angels say to Juna Nenwa that they will punish one city. Die Engel sagten zum Beispiel zu Jonas von Ninive, dass sie eine Stadt Ninive bestrafen werden. In 40 days. Und zwar innerhalb von 40 Tagen. But people
In Nineveh, they were repent themselves. Aber die Leute aus Ninive, die bereuten. And God didn't. God stopped angel not to punish them. Und Gott stoppte also die Engel, diese Stadt nicht zu bestrafen. So God is a God of love and God of forgiveness. Und Gott ist also ein Gott der Liebe und ein Gott der Vergebung. So we are now. They are people who want to bring God on earth. Und wir sind also jetzt Leute, die Gott auf Erden bringen wollen. How come God let it this war happen that we all die? Wie soll es passieren, dass Gott jetzt diesen Krieg passieren lässt, damit wir alle sterben? No. Nein. That's not true. Das ist nicht wahr. Small war can take place. Ein kleiner Krieg kann passieren, natürlich. But now the word of God coming and other side God let destroy this. Ja, und jetzt soll die Welt Gottes kommen. Auf der anderen Seite lässt Gott einen nochmal neuen Weltkrieg entstehen. Yes. So all the prophecy what Bible said. Das heißt also all die Prophezeiungen, die die Bibel bereits sagt. And all the prophecy what he say. Und die, all die Prophezeiungen, die er sagt. Is not true. Sind nicht wahr. But one thing now God show you in dream his real situation. Actually. Und eine Sache, was Gott dir gezeigt hat im Traum, dass seine wahre Situation, ja. Dark room. Das in einem dunklen Raum. So you got a sign, he did not went, or he will not go better dimension. Du hast also das Zeichen bekommen, dass er auch nicht in eine gute Dimension gehen wird. Yeah. Ja. So I don't see that God gonna destroy this. Ich sehe es also nicht so, dass Gott diese Erde zerstören wird. No, small war is all the time. Okay, kleine Kriege gibt es schon immer auf der Erde. In Asia, in Afrika. In Asien, in Afrika. Africa is all the time war going on. In Afrika passieren immer Kriege. But world will not destroy. Aber die Welt wird davon nicht zerstört werden. Ja. Yeah. Ja. Okay. So, but you, God show you everything, so you are lucky. Aber Gott hat dir bereits alles gezeigt, also hast du viel Glück. So that means he is not in good dimension. Bedeutet also, er ist nicht in einer guten Dimension. Verstehst du? Ja, ich verstehe. Danke. Bitte. Danke. Bitte, bitte. Bitte. So, wo ist Amir, diese? Emir. Emir. Nicht, alles okay mit dir? Alles okay bei dir, Emir? Er sagt ja. Alles. So, when you have no question, then. Wenn ihr also keine Fragen mehr habt, then I like to pray. Dann möchte ich gerne beten. And our plan, wo ist er, diese? Sander. Wo ist der Sander, ja? Wo ist er? Ja. Schläft er? Nein. Ich bin da. So, our plan did not change. I became now healthy. So, unser Plan hat sich nicht geändert, Sander. Ich bin wieder gesund geworden. So, maybe next week we can meet. Vielleicht also Gießen. Nächste Woche können wir uns in Gießen treffen, ja? Ja. Mhm. In Gießen, da muss man eine Woche im Voraus das anmelden. Und also Freitag würde dann jetzt nicht mehr gehen, aber man kann auch so verteilen. Also ich werde das nochmal, wollen wir dann mit dem Tisch dorthin in Gießen oder ohne Tisch? Bist du mit Tisch oder ohne Tisch in Gießen? I don't know. What's up for Marion? Marion. Meinst du eine Woche im Voraus mit Tisch anmelden? Ja, generell anmelden, auch mit den Plakaten. Auch mit den Plakaten? Ja. Das ist natürlich blöd. Und ihr seid jetzt einfach so gelaufen, oder was? Ja, wir sind am Freitag einfach so gelaufen, ohne Plakat und haben viele tolle Leute getroffen und ja. Und dann hast du dich hinterher nochmal informiert oder wie war das? Nee, das war schon vorher, aber ich habe das jetzt vergessen, gestern das zu beantragen, weil ich ja den ganzen Tag in Frankfurt unterwegs war. Ich schicke dir einfach nochmal das, was der mir vom Ordnungsamt geschickt hat, diesen Ausfüllbogen, weil ich weiß nicht, was man da ankreuzen muss. Ja, schick mir das einfach mal, dann mache ich das selber. Ja. Okay, dann. Wir müssen nur, wenn wir mit dem Tisch gehen, das muss schon eine tolle Location sein. Nicht, dass wir dann in der letzten Ecke stehen und da kommt niemand hin. Ja, dann könnte ich mit dem Tisch weg. Ja. Also ich finde generell, wenn wir in unterschiedliche Städte fahren und das ja so spontan machen, finde ich halt generell schwierig mit Tisch. Ich finde es einfacher, wenn wir dann mit den Rucksäcken und Plakaten durch die Stadt gehen. Ich persönlich. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich finde das besser, als wenn man dann nur einmal mit dem Tisch da steht.
No. Kann man ja anmelden und dann können wir auch so. Wer war die Freitag? Du und Nadine, Adam und ich. Drei Leute, ja, schön. Schön. Ja. Da war ich eine Frau. Ja? Da war eine Frau, da hat Gott mir ein Licht gezeigt, dass ich ihr, die ist an uns vorbeigelaufen und da hat er ein Licht gezeigt, dass ich ihr eine Broschüre geben soll. Und die war sehr, die hat sich sehr bedankt, die war sehr froh darüber. Wow, schön. So, wir machen vielleicht nächste Woche so, wie Marion sagt, wir nehmen Palakart und dann wir gehen zusammen. Ja. Ja? So machen wir das. Ja, ja, okay. So, ja, Christian, eine Question oder shall I pray? Ja, eine Frage? Ich wollte fragen. Ich verteile ja schon hin und wieder manchmal deine Flyer, aber auch gestern auf einer Veranstaltung haben wir über dich gesprochen. Aber ich würde vielleicht auch gerne mal so ein großes Plakat haben. Dann könnte ich bei mir hier in Saalfeld-Rudolstadt das mal auf dem Marktplatz auch bewerben. Bitte. Okay, sehr gut. Julian, what is the name this woman has our two placard? Eine Frau von uns hat zwei Plakate. Wir haben in Nürnberg noch die Jesse, die ein Plakat hat, aber nicht verwendet. Take this placard, ja. She's not doing anything. Nimm dieses Plakat wieder und sie tut nichts und gib es dem Christian. Gib es dem Christian. Ja. Ja? Alles okay. Klar. Christian, hast du die Nummer von Julian? Christian, ich habe deine Nummer. Ich kann euch verbinden. Ah, oh, super, danke. Okay. Ja, okay. She's not using his link for nothing. Es liegt dafür nichts. So ja. Please give to Christian. Also bitte gib's an Christian dann weiter, ja? Ja. Okay. So I want to pray. Ich möchte also jetzt beten. Ja. Heavenly Father. Meistgeliebter himmlischer Vater. Love is mystics. And there begin your footprint. Dort, wo die Liebe mystisch wird, dort beginnen deine Fußspuren. One life is not enough to come to know. Ein Leben ist nicht genug, um dich kennenzulernen. One internal life is not enough. Ein ewiges Leben ist nicht genug, um dich kennenzulernen. We always will go in every other paradise in heaven. Wir werden immer weitergehen in jedes andere Paradies und in jeden Himmel. And we grow continually. Und wir wachsen weiter. I met you so many times. Ich habe dich so viele Male getroffen. And every time when I come back, und jedes Mal, wenn ich zurückkomme, I say to myself, sage ich zu mir selber, how little you know about your creator. Wie wenig weißt du über deinen Schöpfer? Heavenly Father, himmlischer Vater, thank you so much. Danke sehr. There's so much you opening your heart, dass du so sehr dein Herz öffnest. And all these books is all about you. Und all diese Bücher sind nur über dich. And you are so happy. Und du bist so glücklich. And you say, now my world is near. Und du sagst, jetzt ist meine Welt nah. All these books which are now coming. All diese Bücher, die jetzt kommen. Bless those books. Segne diese Bücher. And I'm also looking forward. Und ich sehe auch mit Zuversicht in die Zukunft. That I want to see these books. And I want to read again. Dass ich diese Bücher sehen werde und sie nochmal lese. Thank you, Father. Danke, Vater. That all these people who are sitting right now here. Dass all diese Leute, die jetzt hier sitzen. They love you. Sie lieben dich. Or if they don't love you. Oder wenn sie dich nicht lieben. Someplace in their heart. Irgendwo in ihrem Herzen. Your light is coming to them. Dass dein Licht zu ihnen kommt. And through these people. Und durch diese Leute. More people will come who mehr, are chosen people. Dass mehr auserwählte Leute kommen werden. Who will be better than us. Die besser als wir sein werden. Who will have deeper relationship. Die tiefste Beziehung mit dir haben werden. For this day we are so happy. Für diesen Tag sind wir so glücklich. And for this reason we go out. Und aus diesem Grund gehen wir raus auf die Straße. To find those special people. Um diese besonderen Leute zu finden. Thank you, Heavenly Father. Danke, himmlischer Vater. That you are giving us first opportunity. Dass du uns die erste Möglichkeit gibst.
that we come to know your love first. Dass wir deine Liebe zuerst kennenlernen. We should not be the last. Wir sollten nicht die Letzten sein. That's why. Und deshalb. All over, wherever in this world, our good news is going about you. Überall in der ganzen Welt, wo unsere gute Nachricht umgeht. People are coming slowly, slowly to God. Kommen die Leute Stück für Stück zu Gott. Those Muslims who wanted to kill me. Diese Muslime, die mich einmal umbringen wollten. Now they loving God. Die lieben Gott jetzt. Now they love me. Jetzt lieben sie mich hier. Now there are more people who pledge. Jetzt gibt es mehr Leute, die diesen Versprechen ablegen. 1000 people only in this year. Allein 1000 Leute in diesem Jahr. Pledge in my hand. Haben versprochen in meiner Hand. This is a great blessing. Und das ist ein großartiger great blessing that we have many prophets here. Ein großartiger Ding, dass wir viele Propheten hier haben. And Atar is active in Africa. Und Atar ist aktiv in Afrika. And another prophet active all over Vedika. Und andere Propheten auch überall, wo sie können. Heavenly Father, himmlischer Vater, please bless, bitte segne, and throw your spirit, und werfe deinen Geist, like a rain, so wie Regen. So we can find one nation, damit wir eine Nation finden können, which can bring the light to the Europe and the world, welche das Licht nach Europa und zu der Welt bringen können. So the new kingdom of God, damit das neue Königreich Gottes, establish on earth, auf Erden etabliert werden kann. And you say, und du hast gesagt, in future children, in der Zukunft werden die Kinder, they will come to know my value deepest way, sie werden meinen Wert auf tiefste Weise kennenlernen. And this earth gonna be belong to God's love. Und diese Erde wird zu Gottes Geliebten gehören. For this, und dafür, we are doing everything and we're going out, tun wir alles und gehen raus, to make you happy, um dich glücklich zu machen. This I pray in the name of most beloved Heavenly Father. Und das bete ich im Namen des meistgeliebten himmlischen Vaters. And name of your heart. Und im Namen deines Herzens. Amen. Amen.